Jetzt müssen wir uns der Software widmen. Hierzu einfach auf Google NASA M-Lite eingeben. Da findet ihr gleich den ersten Link. Der führt euch hierher. Dazu müssen wir, wenn ihr Windows nutzt, einmal den Assistance und einmal den Treiber installieren. Den Treiber installiere ich. Allerdings müsst ihr hier darauf achten, dass der Controller angeschlossen ist. Also sprich, ihr müsst die Drohne mit Strom versorgen. So, dann einfach schnell installieren. Jetzt überschreibt ihr das alles wunderbar. Wenn dieses Fenster aufpoppt, habt ihr soweit alles richtig gemacht. Das lassen wir gerade mal fertig machen. Ist die Software installiert, haben wir jetzt die Möglichkeit, uns hier durchzugucken. Gehen wir erstmal in die Basics. Hier kann man auswählen, welchen Copter wir nehmen. Ich nehme den hier, den Hexacopter mit der V-Form. So, dann gehe ich auf Mounting. Da müssen wir das GPS-Modul noch einstellen. Bei mir sind die Daten, kleinen Moment, das war X-9, wenn ich mich nicht irre, dann minus 5 und 13. Okay, dann gehen wir hier hin. Jetzt stelle ich die Funke ein und sieht man hier, das ist, ja, da ist noch was falsch. Die müssen, wenn man sie nach rechts oben stellt, beide Hebel müssen sie rechts anschlagen. So, jetzt, genau, jetzt stimmt's. Jetzt machen wir die Kalibrierung, das heißt, in alle Richtungen anschlagen lassen. Und wenn wir das soweit haben, dann sollte das auch der Fall sein. Mein X1 funktioniert auch. Da kommt nachher das Gimbal dran. Und X2 habe ich bisher noch gar nicht belegt. Ja. Okay, jetzt müssen wir hier unten noch gucken. Alles klar. Hier muss ich jetzt allerdings in die Fernbedienung rein. Und da werde ich jetzt am besten noch mal eine kleine Kamera ein. Jetzt müssen wir die Endpunkte fixieren. Dazu gehen wir Endpunkte rein. Wir müssen den Channel 5 auswählen. Und hier gucken wir jetzt gerade mal. Das ist noch nicht der Fall. Genau, jetzt kommen wir in die Richtung. Alles klar. Nein. Wir suchen uns den Mittelpunkt. Der ist hier. Und das müssen wir jetzt hier auch nochmal machen. Dann gehen wir zurück. Dann sollte der, ja. 3, 5, 4, 3. So, da haben wir die Mitte. Das heißt bei mir, ja, 61 und 62, da habe ich den Mittelpunkt. Und wir sehen, er schaltet jetzt in GPS, Attitude und Manual. So, dann hätten wir das auch. Okay, jetzt sollen wir noch kalibrieren. Dazu wie eben auch in alle vier Ecken. Dann hier das Durchtesten. Dann die Schalter durchtesten, soweit wir sie belegt haben. X2 habe ich jetzt noch nicht belegt. Und dann in die Mittelstellung und Finish. So, jetzt sollte hier alles, ja, bis auf der Gashebel, sollte das alles soweit passen. Ja. Genau. Okay. Advanced, hier lasse ich es auf Recommend. Cut off. Type. Weiß ich jetzt noch gar nicht, intelligent. Ich nehme immediately, das bedeutet, wenn der Stick über 10% ist, dann wird der Motor
angelassen und dann muss ich den auch noch mal innerhalb von den nächsten 3 Sekunden hochlassen, damit er abspringt. So, go home and landing oder nur landing? Wenn bei Signalverlust sage ich mal go home and landing. So, was haben wir hier? X2 with S plus PPM. Wir benutzen ja kein PPM. Das lasse ich so. Gimbal kommt. Voltage. Protection Switch. Heute ein bisschen bewölkt, leichte Brise, aber für den Ausflug soll das reichen. Ich habe schon mal das System vorbereitet. Wir sehen, wir haben auch ein GPS-Signal. Los geht's. So, wenn euch das gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar und den Rest in der Beschreibung. Alles klar. Dankeschön. Ciao.